Und damit sagen wir Glück auf und herzlich willkommen beim FC Erzgebirge Aue. Das Ganze nach dem 29. Spieltag. An diesem Samstag drei Begegnungen. FC St. Pauli gegen Werder Bremen am Ende 1:1. Schalke 04 schlägt den ersten FC Heidenheim 3:0. Und hier gewinnt Hannover 96 mit 3:1. Beide Cheftrainer sind bei uns auf dem Podium. Und wir starten mit dem Blick aufs Spiel mit Hannover 96 Chefcoach Christoph Dabrowski. Bitte schön. Ja, hallo zusammen erstmal. Wir sind natürlich in erster Linie sehr glücklich über den Auswärtserfolg. Wir haben jetzt lange auf ein Erfolgserlebnis gewartet und heute war das dann soweit und heute waren wir einfach auch mal dran. Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben, wo Aue nicht so ins Spiel gekommen ist. Unterm Strich kann man wohl sagen, dass wir sogar noch das dritte Tor hätten nachlegen können vor der Halbzeit. Aue ist dann mit ihren drei Wechseln mit viel Energie aus der Halbzeit rausgekommen, haben das sehr gut gemacht und dementsprechend haben sie auch den Anschlusstreffer geschafft. Nach einer kleinen Umstellung ist es uns dann gelungen, schon besser Zugriff zu bekommen, gerade was die Verlagerung und die Überladung der Seiten anbetrifft. Und ja, das 3:1 war dann sehr wichtig für uns, um dann einfach Vertrauen und Glauben zu entwickeln, dass wir das Spiel dann wirklich über die Runden bekommen. Und heute zählt nur der Sieg in unserer Situation. Wir haben jetzt die Niederlagenserie durchbrochen. Und das wird der Mannschaft Kraft und Mut geben, die nächsten Spiele so anzugehen, dass wir weiter punkten und ganz klar unser Ziel erreichen. Dir, Pavel und Aue, alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Tja, dann machen wir den Mikrofonkanal auf für unseren Chefcoach und Sportdirektor Pavel Datschew. Pavel. Ja, herzliches Glück auf. Danke dir. Also ganz lieb von dir, dass du uns alles Gute wünschst. Ja, es ist nicht einfach, jetzt hier zu sitzen und versuchen, jetzt das Spiel Revue passieren zu lassen. Vor allen Dingen so ein wichtiges Spiel, wo wir heute hatten. Und hat sich sehr, sehr schlecht alles entwickelt für uns. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen. Das war schon richtig, dass wir erste Halbzeit nicht so gut gespielt haben. Aber es hat auch seine Gründe alles, weil wir so früh nach 2 Minuten schon lang 1:0 zurück nach Standardsituation wieder nicht sauber geklärt. Und natürlich, wenn du nach 2 Minuten, du nimmst dich so viel vor. Und wir haben nach dem Spiel gegen HSV immer gesagt, oder ich habe immer gesagt, das Spiel gegen Hannover kann auch für uns richtungweisend sein. Und natürlich ist ja unbewusst der Druck da. Und dann kassierst du nach 2 Minuten ein Gegentor. Natürlich dann, die Mannschaft wird dadurch geschockt und die Mannschaft von Hannover in der Situation war etwas im Vorteil, weil die kompakt gestanden haben, die haben uns gut angelaufen, vom Mittelfeldpressing sind auf Angriffspressing immer wieder rübergegangen, haben wenig Mitte gefunden und natürlich jeder Ballverlust war sehr, sehr aufgerückt. Und das war natürlich der Grund, warum die Mannschaft von Hannover tatsächlich erste Halbzeit deutlich stärker war als wir und auch nah dran an zweites Tor war oder drittes Tor. Und drittes Tor meine ich. Und von daher, ich habe gesagt in der Halbzeit, dass wir noch eine Chance haben werden, dass wir brauchen Anschlusstreffer und dann haben wir, dass wir nicht zu früh hinten aufmachen, dass wir geduldig nach wie vor spielen müssen und wenn sein muss, letzte Minuten erst voll Risiko gehen. Wir haben umgestellt zweite Halbzeit, wir haben auch ausgewechselt und das hat auch sehr gut funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben Kontrolle gehabt. Wir haben Gegner immer wieder auch in Schwierigkeiten gebracht. Wir haben tatsächlich auch immer wieder gut verlagert und unsere Außenmittelfeldspieler, dass die immer Kühn und Toni Jonic, dass die auf Situationen auf 1-gegen-1 kommen und dann dementsprechend den Ball vom Box zu bringen. Es war schon alles gut und wir waren, wie gesagt, mit dem Anschlusstreffer haben wir die Fans wieder hinter uns gehabt. An dieser Stelle, was apropos Fans, möchte ich mich bei unseren Fans bedanken für die Unterstützung. Die haben letzte Zeit auch sehr viel mit uns zu leiden und deswegen bin verpflichtet, das zu sagen, dass unsere Fans haben das heute super gemacht und wir haben auch versucht, die Fans was zurückzugeben. Leider hat es nicht gereicht, aber wir werden in der Zukunft mit Sicherheit viel, viel mehr Freude haben zu freuen und zusammen zu feiern. Aber nochmal, das jetzt zu Ende zu bringen, ich habe das Gefühl gehabt,
dass wir nah dran an die 2-2 waren, als die Mannschaft von Hannover das dritte Tor zu machen. Und das dritte Tor ist für mich absolut bezeichnet für uns, wie komplette Saison, wie komplettes Jahr für uns gelaufen ist. Immer so knapp, eng und immer in der falsche Richtung alles gelaufen. Und das ist traurig, es ist schade, aber das ist jetzt auch für mich, für uns alle, eine Chance, neuen Anfang zu machen und nächstes Jahr erfolgreich zu sein. An Hannover und an dir wünsche ich dir alles Gute und tolle, tolle Stadt, tolle Verein, also was will man mehr. Dankeschön. Vielen Dank, Pavel Datschew. Das wäre dann die Zeit für die Fragen der Presse. Wenn es die gibt, ganz kurzes Handzeichen, dann komme ich gerne mit dem Mikrofon vorbei. Das ist Jonas Schemkus. Vielen lieben Dank. Frage wenig überraschend an Christoph Dabrowski. Dabro, man hat bei den Sky-Aufnahmen gesehen, dass du nach dem ersten Tor auch selber mal auf den Bildschirm geguckt hast. Klär uns mal auf, wer hat denn das Tor gemacht? War es ein Eigentor oder war es Bernie? Ja, es war in der Tat schwierig zu erkennen. Ich habe gehört, dass es ein Eigentor war. Bernie hat mir gerade gesagt, dass er selber das Tor geschossen hat. Ich habe die Bilder ehrlich gesagt auch noch nicht klar gesehen. Unterm Strich muss ich sagen, ist mir völlig egal, ob es ein Eigentor war oder ob der Bernie das Tor geschossen hat, sondern wichtig war, dass wir mit dem frühen Tor einfach Fahrt aufgenommen haben und das Tor uns einen gewissen Auftrieb gegeben hat, eine gute erste Halbzeit zu spielen. Gibt es weitere Fragen? Dann kommen wir zu Florian Krebs, wenn ich das richtig sehe, von der Bild. Dankeschön. Ja, hallo erstmal zusammen. Auch eine Frage an den Hannover-Trainer. Glückwunsch, Dabro, zum 3-1-Sieg hier in Aue. Kannst du noch mal ein bisschen was über die Drucksituation sagen, die du hattest, die aber auch die Mannschaft hatte, wie sie damit umgegangen ist? Und ein Wort vielleicht noch zu Henrik Weidand. Dem müssen heute mehrere, so war es auch beim Jubel zu sehen, der ganzen Mannschaft, mehrere Steine, wenn nicht sogar mehr, von den Schultern gefallen. Sein erstes Tor seit August. Ja, also die Mannschaft und ich waren voll fokussiert auf dieses wichtige Spiel in Aue. Und es ist doch ganz klar, wenn man über mehrere Wochen es nicht schafft zu gewinnen, dass dann eine gewisse Kritik und Unzufriedenheit da ist und dass der Druck natürlich steigt. Dem Druck hat sich die Mannschaft gestellt heute und hat das durchbrochen. Ja, darüber sind wir sehr glücklich. Es ist aber noch nicht zu Ende. Wir brauchen noch Punkte. Und ich denke, der Sieg heute war enorm wichtig und wird uns Auftrieb geben, in die letzten Wochen zu gehen und die nötigen Punkte zu holen, damit wir den Klassenerhalt auch sichern. Ja, Henne ist in der Tat eine Last von den Schultern gefallen, das hat man gesehen. Es hat mich gefreut, ja, dass wir heute 3 Tore geschossen haben, ja, und dass natürlich auch ein Stürmertor dabei war. Und ich hoffe, dass es ihm Auftrieb geben wird, genauso wie der Mannschaft auch in die nächsten Wochen zu gehen und noch einige Tore zu schießen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Die gibt es nicht. Dann renne ich gerne nochmal durchs Bild und binde jetzt ab, wie es weitergeht nächste Woche. Am nächsten Samstag Hannover 96 im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf und die Veilchen. Tags drauf am Ostersonntag zu Gast beim 1. FC Heidenheim. Beiden Mannschaften dazu viel Erfolg. Für heute sagen wir vielen Dank und Glück auf aus dem Erzgebirgsstadion Aue.